Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Mitte einer Wahlperiode ist es üblich, Resümee zu ziehen und auch nach vorne zu blicken. Es dauert nicht mehr lange, da beginnt schon wieder der Wahlkampf, zumindest für die Bundestagswahl, dann aber auch sehr bald für die Landtagswahl 2018. Wenn wir zurückblicken zum letzten Wahlkampf 2013 und der unmittelbaren Zeit danach, als die neue Legislatur begonnen hat, da war ja die Ausländermaut der Wahlkampfknüller der CSU. Und Bayern wurde als Vorstufe zum Paradies tituliert, also so sind wir vor gut 2 Jahren losmarschiert. Wenn Sie heute jemanden auf die Ausländermaut ansprechen, dann wird er ein müdes Lächeln übrig haben oder beschämt zur Seite blicken, wenn er ein CSUler ist. Und wenn Sie sagen, Bayern ist die Vorstufe zum Paradies, werden Sie auch nur verhaltenen Applaus bekommen. Wir hatten damals als unser großes Thema das Thema der Wahlfreiheit für ein 9-jähriges Gymnasium. Wir konnten natürlich damit nicht Schritt halten in der öffentlichen Berichterstattung zum Thema Ausländermaut. Aber unser Thema ist übrig geblieben. Wir schaffen bleibende Werte. Die CSU hat Wahlkampfparolen verbreitet, hat Wahlkampfblasen produziert. Und ähnlich geht es jetzt schon wieder weiter, wenn schon wieder Rentenmodelle diskutiert werden, die man aber überhaupt nicht hat. Was ist in Bayern? Wir sind als Freie Wähler, als Stimme der Bürger unterwegs. Das wollen wir so nach vorne stellen. Wir greifen Themen auf, die die Menschen draußen betreffen, bringen das auch zur politischen Debatte. Und da greife ich nochmal auf das Thema 9-jähriges Gymnasium zurück. Von den Eltern, auch von einigen Lehrern haben wir dieses Thema gehört, dass hier dieses G8 nicht funktioniert, nicht im Sinne der Sache sei. Die Schulleiter, häufiger mit CSU-Parteibuch, haben das noch sehr schnell schon anders gesehen und die Politik hat das G8 als die Ideallösung ja in den Raum gestellt. Wir haben die Unterschriftensammlung gemacht, haben dieses Volksbegehren auf den Weg gebracht. Es war leider nicht so erfolgreich wie unser Vorgänger, Thema Abschaffung der Studiengebühren. Trotzdem haben wir dieses Thema jetzt so weit gebracht, dass 47 Modellgymnasien in Bayern eine 9-jährige Gymnasialzeit haben. Und wir sind überzeugt, dass dieses Thema weiterhin wichtig sein wird. Wir haben auch andere Themen aufgegriffen und uns dort zur Stimme der Bürger gemacht. Stichwort Freihandelsabkommen. Zu Beginn dieser Legislatur, Jahresende 2013, von uns als einziges Thema in die Landtagsdebatte geworfen. Keine andere Partei, geschweige denn die Regierung, hatte darauf eine Silbe verwendet. Und auch heute sagt die CSU, das ist kritiklos so hinzunehmen und das passt schon so und wir diskutieren da gar nicht drüber. Wir wollen darüber diskutieren, haben hier eine Volksbefragung auf den Weg gebracht oder eine Unterschriftensammlung dazu viel mehr und wollen die Staatsregierung zwingen, hier mit der Bevölkerung zu reden. Wir haben große Verkehrsprojekte, die den Bürgern vorgesetzt werden sollen, wie eine dritte Startbahn, die der Bürger nicht will, die auch keinen Sinn machen und die am Ende auch am Bürgerwillen scheitern werden. Im Gegenzug vergisst man viele andere wichtige Themen wie die regionale Energiewende, setzt dafür auf Stromtrassen Südlink und Südostpassage, die wir als einzige Landtagskraft abgelehnt haben und weiter als einzige bekämpfen werden. Schwarz, Rot, Grün sind alle für diese Stromtrassen, die am Ende nicht kommen werden, weil sie an der politischen Realität scheitern werden. Wir werden in ein paar Jahren wieder mit leeren Händen dastehen, wenn man jetzt nicht auf die Ideen der Freien Wähler hört und sagt, wir müssen die Energiewende in Bayern voranbringen. Deshalb kämpfen wir auch gegen diese 10H-Regel. Gestern ja auch hier Gerichtstermin dazu. Wir klagen ja gegen diese 10H und hoffen, dass wir hier auf den richtigen Weg kommen. Thema Integrationspolitik, Zuwanderungspolitik, auch dort ist die CSU in letzter Zeit auf dieser Welle geritten, dass einfach die Bürger sagten, das geht so nicht. Die CSU hat es ganz geschickt geschafft, sich als Opposition zu generieren und so zu tun, als hätte sie damit nichts zu tun, obwohl sie mitregiert. Schimpft jetzt in erster Linie gegen die Abschaffung, die geplante Abschaffung der Grenzkontrollen, hat aber selber keine Konzepte. Unser Vorschlag ist, und das werden wir die nächste Zeit größer noch rausbringen, die Schleierfahndung zu intensivieren. Das ist ein ganz pragmatischer Vorschlag, den ich auch von Polizisten aus dem Raum Passau bekommen habe, die hier in der Schleierfahndung unterwegs sind, die sagen, wir sind gnadenlos zu dünn aufgestellt und hätte Bayern das Angebot umsetzen müssen, den Österreichern bei der Grenzkontrolle zu helfen, dann wären wir nach 2 Tagen fertig gewesen, weil wir das Personal gar nicht gehabt hätten. Also hier Personalknappheit bei der Polizei, auch in der Bildung. Wir monieren seit Jahren, dass wir mehr Lehrerstellen bräuchten. Die sind bis heute nicht eingestellt.
es sind uns gute Leute in andere Bundesländer abgewandert, Fehlanzeige mit vorausschauender Planungspolitik an dieser Stelle. Und das sehen wir in vielen weiteren Politikbereichen genauso. Ich will sie jetzt gar nicht alle vollumfänglich aufzählen, sondern eher auf das strategische Element abzielen. Wir greifen die Themen der Bürger auf, sind uns auch nicht zu schade, das hier im Landtag zu kommunizieren. Wenn der Polizist zu Hause sagt, an der Inspektion geht es so nicht mehr weiter, wir sind unterversorgt, können den Nachtdienst nicht mehr fahren, Rückfrage beim Polizeipräsidenten, die Welt ist in Ordnung. Also wir sagen dann nicht das, was der Polizeipräsident sagt, sondern was die Basis sagt, bei der Schule genauso. Nicht, was Schulleiter aufwärts sagen, die teilweise einen Maulkorb haben, sondern was die Basis sagt, also Stimme der Bürger. Und vorausschauende Politikmodelle, Politikkonzepte, um die Zukunft dieser Gesellschaft wirklich langfristig zu sichern. Denn diese Vorstufe zum Paradies, die ist schnell verspielt. Wir haben durchaus Firmenabwanderungen, wir haben vielfach jetzt schon die ersten Produktqualitätsmängel auch bei den G8-Absolventen festzustellen, dass die Wirtschaft sagt, das ist nicht das, was wir wollen. Also hier wollen wir auch rechtzeitig den Alarmknopf drücken und zu sagen, hier muss umgesteuert werden und nicht nur um der Rechthaberei willen auf demselben Trip weitergearbeitet werden. Und deshalb braucht es uns nach wie vor ja mehr denn je, für die zweite Hälfte dieser Legislaturperiode und natürlich auch für die Zukunft in der bayerischen Landespolitik und abschließend natürlich auch immer die Frage, wo steht ihr in den Umfragen und wie geht's denn weiter? Wir hatten es zugegebenermaßen schwer in den letzten Monaten Gehör zu finden gegenüber ja einer sehr schrillen Allianz von Leuten, die mit populistischen Tönen unterwegs waren, die auch bundesweit die Presse auf sich gezogen haben. Und einer bayerischen Landespolitik, ja, die hier auch eher den Populisten gibt, auf die Dinge schimpft, die sie selber mit zu verantworten hat, aber unser sachlich nüchterner, seriöser Politikstil wird auch 2018 wieder seine Prozente einfahren. Vielleicht müssen wir gute Arbeit noch besser vermarkten, das geben wir gerne zu. Trotzdem, bei den Freien Wählern ist gute Arbeit zu Hause, soll auch weiterhin so bleiben. Wir müssen es besser vermarkten, dann sind wir auch weiter für Bayern eine verlässliche Stütze für eine gute Politik.